Herzlich willkommen auf meinem kleinen, feinen Beauty und Mehr-Channel. Ja, ich habe mir jetzt irgendwann mal eine neue Begrüßung einfallen lassen, weil die alte konnte ich nicht mehr hören. Also egal. Ich bin gefragt worden unter meinem Birchbox-Video von Oktober, ob ich zur Stila Mascara eine Review machen könnte. Und da ich die Mascara jetzt einige Male probiert habe und mir selber eine Meinung gebildet habe, beziehungsweise das ganze Prinzip ausprobieren wollen, kommt mir das ganz, ganz gelegen eigentlich. Und ja. Natürlich mache ich dazu gerne eine Review. Zur Stila Mascara aus der Birchbox im Oktober. Als allererstes, worauf ich kurz eingehen möchte, weil ich es im Oktober-Video auch kurz gesagt habe, zur Mascara selber dazu, dass ich kein riesengroßer Fan von Stila bin. Und jetzt erkläre ich euch ganz kurz, also wirklich nur ganz kurz, warum. Und zwar, es gibt von Stila, ich habe von Stila einige Sachen. Ich habe ein paar Smudge Pots und ich habe Lidschatten, ich habe Lip Liner, Lipgloss, Zeugs und eben diese Mascara. Und darauf wollte ich nur ganz kurz eingehen. Warum mag ich, bin ich kein Riesenfan von Stila? Und zwar ist es an einem Beispiel ganz einfach zu erklären. Es gibt von Stila super bekannten Lidschatten Kitten. Und der, den habe ich hier aus dieser kleinen Palette. Das ist so eine Barbie Love Stila Palette und der sieht so aus. Ich benutze ihn ja, wie ihr seht, also ich benutze ihn. Und deswegen kann ich euch jetzt gerade meine Meinung dazu geben. Und der ist ein exaktes Dupe, insofern man Dupe sagen kann, von, und das halte ich euch jetzt nebeneinander, von MAC Grand Entrance, was eine LE gewesen ist. Wenn ihr nebeneinander hält, das ist ein exaktes Dupe, also das ist exakt die gleiche Farbe. Swatche ich euch nur ganz kurz. So. Wie ihr seht, hier haben wir Stila und hier haben wir MAC, also die sind komplett gleich, die Farben. So, und mein Problem mit den Stila-Produkten im Generellen ist, wie wir jetzt hier sehen, es ist die gleiche Farbe. Beide Lidschatten sind super weich. Sie lassen sich auch ganz gut auftragen und lassen sich auch ganz gut verwenden. Allerdings hat der Stila-Lidschatten ein Problem. Und zwar, den MAC-Lidschatten kann man wunderbar auftragen, kann man wunderbar verblenden und er bleibt den ganzen Tag super schön auf dem Auge drauf und behält eigentlich im Prinzip die gleiche Konsistenz. Und beim Stila-Lidschatten ist es einfach so, sobald ich den aufgetragen habe, wirkt er sehr, sehr pudrig und sehr krümelig, also der wirkt nicht irgendwie, nicht glatt, nicht eben, wie man das von einem Lidschatten gern hätte, sondern man trägt den auf und er ist wirklich direkt gleich irgendwie so leicht krümelig. Bleibt auch nicht richtig super gut drauf, also der zieht sich dann doch ganz gerne trotz Primer ab und zu mal in die Lidfalte zurück und das mag ich halt zum Beispiel überhaupt nicht, also es ist so ein Qualitätsmanko, was ich bei den Sachen habe. Das ist Nummer eins und das zweite ist, was ich euch kurz zeigen wollte, das sind diese Lip and Cheek Stain Dinger, die ich mir auf der IMAX mitgenommen habe von Stila, weil irgendwie aus irgendeinem Grund, klar, wenn man auf einem Make-up-Messer ist, man lässt sich super, super schnell beeinflussen. Und ich mag das Design prinzipiell sehr gerne. Ich mag auch dieses Cheek Stains bzw. Lip Stains total gern. Und hatte mir den mitgenommen, ich habe mir zwei mitgenommen und jetzt habe ich das Problem, erstens mal dreht man sich hier hinten kaputt, wie blöd. Also man muss wirklich, keine Ahnung, ewig lang drehen, bis überhaupt irgendwann mal irgendwas daraus kommt, schütteln und ich weiß nicht was. Und dann ist dieses Zeug super, super flüssig und es trocknet total. Also es braucht Ewigkeiten zum Trocknen, was, wenn ich mein Make-up mache, jetzt totales Problem ist. Und wenn ihr, wie hier, wenn ich jetzt dann hier drüber gehe, gerade als Cheekstain, dann ist das Produkt verschwunden. Dann habe ich das an meinem Finger, mit dem ich es verblende, oder an meinem Pinsel, aber nicht da, wo es hin soll. Also, es riecht super gut, es hat auch eine schöne Farbe, aber man kann es nicht verwenden, weil es einfach nicht, es trocknet nicht. Und demzufolge kann man es nicht verblenden und man kann auf den Lippen schon gleich gar nicht, dann zieht sich das in die Fältchen zurück. Einfach absolut wertloses Produkt. Wie gesagt, Qualitätsmango. So, jetzt kam diese Mascara. Und zwar ist das die Stila Forever Your Curl Mascara. Und zwar eine sogenannte Curl Memory Mascara. Also sie soll die Wimpern curlen, ohne dass man vorher eine Wimpernzange benutzt. Jetzt habe ich mich im Generell schon mal gefragt, wie um Gottes Willen soll die Mascara denn die Wimpern curlen, ohne dass sie vorher gecurlt sind? So. Und Birchbox hat dazu geschrieben, finish your look with a coat or three of this genius mascara. It's formulated to curl lashes as it lengthens. No eyelash curler necessary. Also diese Mascara soll Folgendes machen. Wenn man sie aufträgt, soll sie die Wimpern nach oben biegen und den schönen Schwung geben. Das ist im Prinzip
finde ich, ist es ja nicht schlecht, weil viele mit diesen Eyelash-Curlern nicht zurechtkommen und dann Probleme haben und sich dann vielleicht auch irgendwie nicht trauen an den Augen ran und ab und zu mal irgendwie die Haut mit drin haben, was dann auch schön wehtut. Für die wäre natürlich jetzt so ein Produkt super gut. Also es gibt einige Produkte, die ähnliches versprechen auf dem Markt und die meisten halten das bis jetzt natürlich nicht. So, und ich war halt total begeistert, dachte mir, okay, wirst du die jetzt einfach mal ausprobieren. Ich habe sie ja auch heute drauf nochmal und habe sie ein paar Mal getestet, ein paar Tage getestet. Ich habe verschiedene Techniken benutzt und ja, jetzt gebe ich euch meine Meinung dazu. Als allererstes, das ist jetzt die halbe Größe. In der vollen Größe sind 0,24 Unzen, also 0,24 Unzen drin und hier sind 0,12, also es ist die halbe Größe. So, sollte man jetzt ungefähr locker 1 bis 2 Monate damit hinkommen. Das Bürstchen ist sehr witzig, weil es eigentlich ziemlich klein ist. Also es ist kein dickes, volles Bürstchen, macht jetzt kein Volumen, wie ihr seht. Es ist sehr, sehr schlank, sehr klein auch irgendwo, nicht nur für die Mascara, weil normalerweise hat man das Bürstchen halt immer die Originallänge, auch wenn es eine kleinere Mascara Größe ist, aber es ist sehr, sehr schlank, es hat diese typische ovale Form quasi und das Plus ist, sie kleckert nicht, man hat eigentlich prinzipiell nicht zu viel Mascara dran, sie trennt die Wimpern wunderbar, also sie kämmt sie quasi regelrecht und die Farbe, also das Schwarz, es krümelt nicht. Es trocknet sehr schnell, man muss jetzt nicht hier auch, so dastehen und dann irgendwie stundenlang warten, bis die Mascara getrocknet hat. Also sie trocknet schnell, sie krümelt nicht, sie bleibt gut den ganzen Tag drauf, sie verwischt jetzt nicht unbedingt. Es ist keine wasserfeste Mascara, aber es ist auch nicht schlimm, benutze ich generell nicht so gern. Farbe schwarz, ist tiefschwarz und sie riecht natürlich auch noch eigentlich relativ gut. So. Also, sie kämmt auch die Wimpern wunderbar durch. Man braucht allerdings, wie es draufsteht, erst einmal dreimal. Okay, es stimmt, man muss damit dreimal über die Wimpern gehen, weil ansonsten habt ihr nicht wahnsinnig viel drauf. Das liegt aber auch an der Dicke der Bürste und an diesem Kämmeffekt, weil normalerweise ein dickes Bürstchen, klar, habt ihr mehr Mascara drauf und braucht natürlich nicht so viele Schichten Mascara drauf zu pinseln. Bei der müsst ihr halt ungefähr dreimal drüber gehen. Je nachdem, wie dunkel eure eigenen Wimpern jetzt schon sind. Meine sind halt, wie wir sehen, blond, relativ hell. Also muss ich ungefähr dreimal über meine Wimpern drüber gehen und habe dann aber eigentlich auch ein ziemlich schönes Ergebnis von der Farbe her. Und jetzt, ja. Ich versuche euch einfach mal ein Bild reinzunehmen, mal sehen, ob man es dann besser erkennt. Jetzt über die Kamera ist jetzt nicht so der Hit. Das Ding an der Sache ist für mich zum Testen, meine Wimpern sind im Prinzip schon leicht gebogen. Deswegen brauche ich auch nicht unbedingt jetzt mit der Wimpernzange wie so ein Idiot daran zu gehen und mir die da umzubiegen, wie blöd. Also meine Wimpern sind immer, haben einen leichten Schwung, die gehen immer schon leicht ein bisschen nach oben. Jetzt habe ich die Mascara benutzt, habe sie drauf gemacht, habe sie auch in verschiedenen Techniken ausprobiert. Einmal mit dieser Ruckeltechnik, mit der Kämmtechnik, mal ganz langsam, mal ganz schnell, je nachdem. Und muss ganz ehrlich sagen, ein Curl sehe ich da bis auf den ich ohnehin schon habe, nicht. Meine Wimpern fallen auch nicht runter, weil das machen sie auch sonst nicht. Aber es ist jetzt nicht unbedingt, dass ich sage, wow, Wahnsinn, super Effekt. Hast du noch nie gesehen, Mensch, das ist die Mascara und die brauchst du unbedingt oder was. Also meiner persönlichen Meinung nach, außer den Schwung, den ich ohnehin schon habe, curlt diese Mascara einen absoluten Dreck überhaupt gar nicht. Also da ist null Curl, Memory, Dingsbums. Vor allen Dingen schon Curl Memory, also der müsste sich an den Curl erinnern können. Was relativ schwierig zu sagen ist, weil wenn man die Wimpern vorher nicht curlt, dann was sollte sich die Mascara erinnern? Das Prinzip ist mir nicht ganz so eingeleuchtet von dieser Mascara. Also wie gesagt, sie ist eine wunderbare Mascara, wenn man sie ganz normal benutzt, ohne Curl, Dingsbums, Halla, Trio und ich weiß nicht was. Also wenn ihr die ganz normale Mascara haben wollt, die nicht smudge, die einen schönen Schwarzton hat, die Wimpern schön trennt, also wer sie jetzt trennt und ein bisschen länger haben möchte und nicht unbedingt ein Volumen haben möchte, wie gesagt, dann ist sie wunderbar geeignet, aber wenn ihr jetzt unbedingt wirklich geschwungene Wimpern haben wollt, dann vergesst ihr, dann nehmt eine andere Mascara oder wie üblich die Wimpernzange dafür, um da den Curl zu bekommen. Ja. So, nicht unbedingt das schlechteste Produkt von Stila, aber eben als Curl Memory Mascara, gar nicht gut geeignet. Also ich kann es so jetzt nicht weiterempfehlen. Ja, das war jetzt meine Review zu dieser Mascara. Ich hoffe, sie hat euch einigermaßen gefallen und ich hoffe, sie
bringt euch ein bisschen Klarheit über diese Mascara. Es waren ja einige dabei, die gesagt haben, die Mascara finde ich gut. Und ich werde mich jetzt dann noch drüber machen und einen Kommentarpreis auslosen. Und den werde ich dann im nächsten Video mit bekannt geben. Und ja, das war es jetzt für heute. Es ist Sonntag. Bei mir scheint die Sonne, bei mir ist immer noch kein Herbst. Bei mir sind immer noch 30 Grad. Und ich hoffe, ihr hattet auch ein schönes Wochenende. Ihr hattet auch schönes Wetter. Und dann verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Wie gewohnt, bleibt sauber. Bis dahin. Bye, bye.